So ist das mit dem Hund. Die Mens ist kacke. So, du wolltest ja die Netze auch woanders hin machen, ne? Ich glaube. Chat, guck mal, was hier drin ist. Was nu? Eine Plastikkiste. Ah. Ah. Nun. Ja. Genau. Ja, nu. Ist dann halt so. Ohne Worte. Ja, ne? Es ist, Oh, liegt falsch rum. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, da kommt jetzt der Kram hier mal rein. Warum sind denn da, was ist denn da Silberalgen drin? Muss die Schulle nicht mehr wohin mit dem Mist, wa? So ungefähr. Gut, dann mache ich die da erstmal wieder rein. Die Silberalgen. Und deine Bienengläser. Und dann kommen da auch ein paar Netze rein. Das kommt hinten in die Abstellkammer. Und dann lüpft er. Ich mag das jetzt schon mit der Abstellkammer. Beste Idee des ganzen Schiffes. Ich habe nämlich jetzt überlegt, Chat, da wir hier noch Platz haben und das hier das Lager ist, habe ich überlegt, ob ich hier so eine kleine Essecke reinmache. Ah nee, warte. Wir sind noch gar nicht fertig. Guck mal hier. Ist noch die Samenbank. Wolle Petri. Tooltime. Anzug an. Och nö. Oh, dann muss ich das doch noch zusammenrücken hier. Aber so viel Platz habe ich gar nicht. Hey, pass auf. Machen wir anders. Sollten wir mal schlafen, weil es Nacht ist. Können wir jetzt ja überspringen, ne? Könnte man. Wollen wir das mal tun? Oh ja. Obwohl, es wird schon wieder morgen, ne? Naja. Hm, egal. Kann tagsüber nicht einschlafen. Verdammt. Ja, das war mal ein Powernap, ne? Für was wir eine Samenbank brauchen? Zeig ich dir. Für Samen. Ich verstehe die Frage nicht. Hier sind Palmsamen drin und keiner sagt mir das. Ich habe die auch eben erst reingelegt. Und keiner sagt mir das. Ey, wir haben Palmsamen. Danke, Schulle. Das ist nett. Die hole ich mir mal gleich. Platz dich doch mal ein paar Palmen. So. Das lübt. Und dann muss der ganze Kram nachher auch noch runter. Oh, das mit dem Lager habe ich mir auch schon wieder einfacher vorgestellt. Also pass auf, Chat. Ich versuche jetzt alles hier unterzubringen. Jetzt ist sie schon weg. Bis ich eine Waffe ausgewählt habe. So. Dafür. Hast du einfach eine Möwe entkommen lassen? Nein. Mhm. Was ist denn auf sowas? Ich? Weibliche Intuition.
So, pass auf. Jetzt probieren wir mal. Ah, genau das war das Problem. Ja, ich kann es austauschen, aber ich kann es nicht drehen. Und dann wäre es in der falschen Richtung. Ah, also doch nicht austauschen. Achso, das ist ja... Genau, das ist so einer. Kommt hier halt so jetzt neuer Fußboden rein. Das ist Kacke. Ich muss sie irgendwann nochmal alle wegnehmen. Alle Lager. Och Mann. Das hört sich Kacke an. Im Sinne von viel Arbeit. Was? Das hört sich kacke an. Im Sinne von viel Arbeit. Ja. So. So, muss bin wieder an Bord. Du bist wieder an Bord, das ist schön zu hören. Nö. Ich würde noch direkt quasi mal den Anker nicht liegen, ne? Mhm. Das freut mich, dass euch die extra S-Ecke gefällt, die Idee. Ob die leider wieder weg ist gleich? Bestimmt, ne? Bei meinem Glück. Oh nein, sie bleibt dran, das ist ja... Was ist da denn los? Aber ich würde sagen, ab hier... Also die Reihe hier machen wir nochmal... Wo habe ich jetzt eigentlich die Netze? Da habe ich Netze mit drin. Machen wir mal eben so. Er ist ja eher unter Deck essen, ne? Wenn man jetzt klug scheißen will.
Okay, ich mach nochmal ein bisschen Fußboden, damit ich ein bisschen Holz wegkriege. Eins, zwei, drei, ja. Plaste. Hier eigentlich wieder einer hin. Und hier könnten auch noch welche hin. Oder einfach so. Ist auch eine Idee. Obwohl, nee, ich wollte ja hier eine Essecke machen. Dann müssten die hier eigentlich weg. Es wird nicht einfacher. So, ein bisschen Holz loswerden eben. Dann auf der Grand Line das One Piece suchen. Ja, könnte man tun. Könnte man tun. Könnte man. Dem wäre ich nicht abgeneigt. Da fehlt uns aber noch eine Crew, ne? Also. Oh, da fehlen noch ein paar Mann. So, Rumpf ist Trumpf, würde ich sagen. Der Rumpf ist fertig. Alter, ist das ein riesen Bauwerk. Wer hat sich diese Scheiße nur ausgedacht? Das weiß ich auch nicht. Halt die Frage. Guck mal, hier könnten wir die Netze wieder verbinden und hier die könnten wir auch wieder verbinden. Das wäre gar nicht verkehrt. Sie. Dann nehmen wir die hier doch wieder weg. Schlau, wie wir sind. Ah, nein, wir nehmen sie weg und kloppen sie nicht weg. Mann. Ich bitte darum. Gut. Dann noch den hier wegkloppen. Ist gleich die Kiste hier noch weg. Dann sie. Die Katze muss noch weg. Und dann. Wir sind auf der Insel aufgelaufen.
Oh. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum wir uns drehen. Ich mich auch. Ich dachte, du steuerst gerade das Boot. Nö, nicht wirklich. So, das hier ist jetzt... Oh, wir sind noch gar nicht fertig. Ich sag schon. So, das hier ist jetzt... Nix ist das. Scheiße ist das. Endlich sagt's mal einer. Oh, wir drehen uns schon wieder. Na, ja, wir hängen noch fest, glaube ich. Also ohne Motor. Weil ich weiß nicht, ob wir ohne Motor wegkommen. Mach doch an, wir haben noch genug. Ich würde dann die Chance nochmal nutzen und kurz die 3-4 Bäume fällen. Fuck! Wie bitte? Wieso geht's plötzlich weiter? Wim! Warte. Autsch. Ah, so, bin an der Leiter. Achso, ich hätte sonst den Anker. Nö, nö. Egal. Mensch. Keine Ahnung, wie lange liegt das scheiß Floß da. Kommt nicht weg. Komm, gib mir mal an Land. Jetzt weiter. Zack, weg. Wo ist das Floß? Nicht. Hatte ich das nicht hier geparkt? Haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Was jetzt nicht heißt, dass wir fertig mit der ganzen Geschichte sind, aber wir haben ein bisschen mehr Platz. So. Ich habe hier noch eine Glückskatze, die kann ja auch noch zu unseren ganzen Figuren. Am Steuer. So. Dann habe ich noch, was hatte ich gesagt? Wir können hier noch die Netze reinknallen. Wir wollen ja wenn möglich wieder alle nutzen, ne? Oh ja. Schulle hier. Aber hier können wir noch eine ganze Reihe hinmachen. Wenn Schulle damit einverstanden ist. Ja. Mal gucken, wie ich das hier baue. Muss ich eh noch mal gucken. Also auf die Viecher kommen auf jeden Fall nach oben. Mhm. So ein kleiner Garten. Ja, muss ich mal gucken. Den würde ich wahrscheinlich hier so am Rand lang bauen. So ein paar Gewächsdinger. Eventuell so mittlere auch für Dingens hier. Melonen und sowas. Und hier unten würde ich dann quasi nur Wasser und sowas lassen. Also im Endeffekt brauchen wir den Platz ja nicht. Mal. Du kannst es so lassen, ne? Ja, mal gucken. Also du siehst ja schon an der Wände, hier kommt ja nochmal ein höheres Deck hin und hier kommt das Deck weiter. Ne? Und ich habe auch schon überlegt, hier oben muss ja noch einiges erstmal weg. Also ich sag jetzt mal, diese Batterie und so muss ja auch einmal weg, damit ich hier den Boden auch noch aus... Aber zum Beispiel hier der Müllentsorger, der kann ja unten mit ins Lager. Zum Beispiel. Jo. Lager ist ja so Arbeitsbereich und so.
glaube, das kommt ganz gut. So. Hm? Dass der dann zum Beispiel hier vorne irgendwie mit in den Bereich kommt oder was. Oder vielleicht auch hier mit rein. Mal gucken. Mhm. Komm da einfach mal die Seile rein. Ich finde mal, wenn man so einen Blödsinn macht, ist man immer so konzentriert und redet irgendwie gar nicht viel. Es tut mir gerade leid, Chat. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem genug unterhalten von uns. Hast du gesoffen? Ja, also von dem, was ich geschrieben habe, eben auf jeden Fall. Okay, aber Grünzeug ist, glaube ich, auch viel, ne? Nee, das wollte ich gar nicht. Ey! Nein! Ich will nicht in Chat. Ich komme hier wieder aus dem Chat raus. Habt das gehört, Chat? Er will euch nicht. Den Chat. Charakter kackt auch schon wieder ab. Ich habe zu viel Lack gesoffen. Sag mal, was stimmt bei euch im Chat nicht? Hä? So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie das hier hinkommt. Kann man schön dicht dran machen, man kommt an beide ran.